Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, nicht Session, Folge 7 Days to Die. Ja, letzte Folge, am Ende ist ja noch unsere Wellness so ein bisschen gestiegen auf 226, das heißt, boah, ne, läuft. Die Batterien lassen wir hier. Für den Fall, dass wir noch eine Batteriebank haben. Ich glaube, wir haben sogar noch eine. Dürfte sogar hier sein. Ja, perfekt. Läuft doch, würde ich sagen. So, jetzt will ich mal eins gucken. Das ist fertig. Okay, hier müsste man noch ein Bett reinzimmern und... habe ich vergessen. Da ist auch schon eine Spüle drin. Hier hinten fehlt noch die Spüle. Aber auch da ist schon der Wasch... Der Waschbecken. Der Waschbecken, ja, ist okay. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, ist das viel auch weg, ne? Ja. Glaube ich auch, dass du dann weg bist. Doc Brown. Jetzt bewegt es sich. Zum ersten Mal sehe ich es laufen, Leute. Also in diese Richtung da hinten. Ja, okay, das Tierchen braucht auch keine Spüle. Guckt es da durch? Kann ich nicht sehen. Schade. So, nochmal eben hier. Bisschen was für die Wellness tun. Nee, also da muss ich jetzt erstmal gar nichts mehr aufbauen, weil das ist ja eigentlich noch so weit aufgebaut. Aber. Hier, die Munition. Die brauche ich nicht so in Massen. Würde eigentlich reichen, ne? Machen wir das mal so. Okay, ich friere wieder. Das ist eigentlich nicht schlecht. So, jetzt will ich aber ganz kurz mal eben gucken. Ich habe hier noch Skillpunkte übrig. Für den... Da ist es. Outlaw brauche ich... Boah. Wie viel muss ich denn rumballern, Leute? Um mit dem... bisschen zu steigen, ne? Da brauche ich 20 Punkte für. Die würde ich mir auch, mir gönnen, die 20 Punkte. So, dann hätten wir hier aber Weaponsmithing. Da bin ich jetzt bei 300. Das heißt, ich glaube, ich kriege das auf 400 hoch, oder? Wenn ich mich nicht irre. 400 Qualität. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich stecke jetzt, ich baue mir jetzt einen besseren Bogen. Und ich stecke jetzt. Dann kann ich mich auch hier Machete craften und sowas, aber. Komm, dann haben wir's. Die 4 Punkte, die habe ich. Müsst ihr nicht drüber reden. Die habe ich. Knife Guy kann ich. Nochmal erhöhen. Ja, das macht den Schaden auf jeden Fall nochmal um einiges besser. Kann ich nochmal? Ich kann ja nochmal erhöhen, ne? Dann habe ich nur noch 25 Punkte. Ich bin im Level. Nee, das ist mir zu wenig. Nee, machen wir nicht. Also, Weapons Missing, da kriege ich jetzt 350er raus. Das heißt, die würde ich auf 400 hochkriegen, 450 hochkriegen. Wenn ich die kombiniere, oder? Achtzehn Punkte nochmal rausschmeißen. Dann hätte ich noch 32. So, reicht. Schön, ich friere. Das ist echt gut für die Wellness, ne? Das klingt jetzt komisch, aber doch, das ist echt gut für die Wellness. Echt, komm, ist ja ganz ehrlich, am Ende kann man noch mal ein bisschen von dem Zeug da raushauen, ne?
Nehmen wir alle mit. So, dann machen wir hier direkt nochmal Cornmeal. Machen wir hier. Oh, die könnte ich mal. Ah, doch, die könnte ich mal einsacken. Ist schon richtig. Machen wir da. So. Passt. Dann haben wir jetzt auch wieder. Ja, die habe ich ja hergestellt, die, die Munition, die 9mm. Ich erinnere mich dran, da war ja was. So, 5,88er. Wo ist denn der? Den habe ich oben gelassen, den Crossbow, glaube ich, ne? Ne, hier. Guck mal. Muss ich den entladen? Ja, eigentlich nicht, weil ich hier beide gleich wieder lade. Dann nehmen wir den 5,88er Crossbow nämlich. Für die Horde. Wo ist er? Da kommt er rein. Und dann habe ich den 78er. Der wird jetzt nicht viel mehr Schaden machen. Ja. Und der ist ja noch angeschlagen, also. Und hat jetzt auch nur noch diese Stahlbolzen drin. Aber 10 Punkte mehr sind 10 Punkte mehr. Genau wie bei Wellness. Ein Punkt mehr ist ein Punkt mehr. Da meckerst du auch nicht. Da freust du dich auch über alles, was du kriegen kannst. Okay, das macht noch. Bogen, da brauche ich Fasern für, ne? Pflanzenfasern, genau. Bow. Wooden Bow. Mit dem einfachen Holzbogen möchte ich das ganz gerne machen. Machen wir mal 3. Gucken wir mal, wie hoch wir kriegen hier. Okay, die sind da. Dann brauche ich 60, 75 Wasser. Ja, geil. Geil. Ein Zweier-Stack und verteilen auf 4 Plätze. Klappt nicht. Glaube ich. Ich glaube, das klappt nicht. So, 60 Cornbread, das passt. Brennt. 6 Minuten brauche ich. Komm. Danke. Immer guck. Und dann. Ist okay. Nehmen wir noch einen mehr mit. Und dann kommt das Cornmeal da wieder rein. So, ich habe 3 Bögen. Ah, 400. Die kriege ich kombiniert auf 440. 480. Das war's. Also, ich kriege einen 500er Bogen maximal raus. Das waren jetzt 4, ne? So, jetzt habe ich 2 Bögen. Ah, 500. Das sollte ja wohl erstmal reichen. Ich könnte noch mal ganz kurz ein bisschen Leder gebrauchen, um den Poncho zu reparieren. Poncho, sag ich schon. Den, das da zu reparieren. Und die Rüstung hier repariere ich. Habe ich denn die Rüstung nochmal hier? Nee. Dann gehe ich das Risiko ein, repariere es mal eben mit Forged Iron. 2 Punkte. Naja, egal. So, 500er Bogen dürfte doch eigentlich aber auch reichen, ne, wenn ich nicht irre, dafür. Einfach mal ein bisschen mehr mit Bogen rumballern hier. Nee, komm, mach ruhig einen ganzen Stack. Stahlpfeile. Na? Ach, ich habe alle mitgenommen jetzt, ne? Nee.
Oder? Bin ich jetzt gerade doof und habe ich jetzt hier verklickt? Ne, ich hatte 400. Ne, ist richtig. Ist richtig. Ich habe alle mitgenommen. Alle Pfeilköpfe. So, für die Horde und so. Dann... Ja, die will ich aber auch pushen. Die Armbrust brauchen wir nicht. Lass mal die Armbrust hier. Ich habe sogar noch Eisenpfeile. Dann machen wir die Eisenpfeile als erstes. Und den Bogen lassen wir dann auch mal hier. So, wo haben wir sie denn? So, passt. Stellen wir noch her? Ja, mehr als genug. Das sollte aber auch reichen. Komm, so viele Pfeile brauchen wir, glaube ich, nicht am Mann haben. Dann lasse ich mal einen 250er Stack hier. Ja, für den Bogen. Dann passt das schon. Ah, endlich wieder auf Jagd. Wie, wo ist... Jetzt habe ich aus dem Spiel getappt, Leute. Das gibt's doch nicht. Da guckst du nur mal ganz kurz zur Seite und auf einmal schwupp, bist du aus dem Spiel rausgetappt. Wenn es pusht sich ganz gut. Hier kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Cornbread zusammen. Ja, sehr gut. Können wir erstmal ein bisschen was von hier lassen. Ich glaube, trinken könnten wir auch mal eben hier. Wir kommen da noch. Ja, 70, das passt. So, das passt auch und das passt auch. Hier könnte man mal eben die beiden Hose einschmelzen und damit auch nochmal ein paar Stahlpfeilspitzen rauslassen. Hm. 203 Minuten, das heißt 330. 330. Ach so, Moment. Ja, ich fand übrigens auch, dass ich das gut ausgerechnet habe mit den 330. Danke fürs Lob. Ja, okay, das braucht jetzt also noch ein bisschen nötiger Wärme, weil ich überall jetzt das Zeug an ist. Dann komm, mach mal. Mach mal jetzt Nägel mit Köpfen. Erstmal jetzt ein Stu. 229 Wellness. Sehr schön. Ja, ob ich auf die 250 komme, weiß ich noch nicht. Es wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn das passen würde, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. So, das brennt jetzt noch 4 Minuten. Ja, das ist okay. Ja, komm, wir lassen es mal so. Ich weiß nicht, wie schnell die Stahlbolzen da verschwinden. Die Stahlbolzen, sag ich schon, die Eisenbolzen verschwinden. Ich denke mal nicht, dass es so lange dauern wird. So, ich brauche mal einen Zombie. Zombie, bitte. Ich glaube, ich weiß, wo ich einen Zombie finde. Ne, doch nicht. Ich dachte, ich hätte was gehört, aber habe ich geirrt. Nee, passt schon. Wir gehen rüber wieder zu Fuß. Ist ja auch mal wieder schön. Haben wir alle lange nicht mehr gemacht hier. Ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Haus schon drin war. Guten Tag. Hallo. Jemand zu Hause? Würden Sie sich bitte melden? Ist ja gar keiner drin. Aber hier muss jemand sein. Oben oder unten?
Oben. Was macht hier zwei auf dem Dach? Dann machen wir es halt so. Blut abnehmen machen die mal. Aua. Okay, mit dem Phantom muss ich noch ein bisschen üben. Weil mal eben so rennen ist dann doch schwerer als ich dachte. Ja, schon überall dran, ne? Ja, waren wir schon überall. Haben wir alles schon. Ja, okay, den Scheiß wollte ich gerade sagen. Ha, kleines Wortspiel. Kann ich ja jetzt auch mal mitnehmen hier. Ne, da waren wir echt schon mal dran, okay. Auch da, ja. Ja, hier gibt's. Ich habe glaube auch hier schon hier. Bleh. Fangen wir mal an. Ich habe hier glaube ich sogar schon die. Das ist nicht das, was ich denke, oder? Nein. Back to the roots quasi. Oh, wie süß. Ich stehe am Stein und renne vor einer Wanderhorde davon. Mit Pfeil und Bogen. Ich finde das total knuffig. Das war doch eine Wanderhorde, oder? Es muss ja eine Wanderhorde gewesen sein. Was soll es sonst sein? Das ist die Frage, wo die hin ist. Weil vorbeigerannt habe ich jetzt keine gesehen, also. Ah, da war ich schon dran. Ah, die wird wahrscheinlich gleich irgendwo aufploppen und mich erschrecken. Ah, Cornmeal. Da oben ist eine. Wo die sich alle hin? Backen wollte ich jetzt sagen, aber ist ja nicht richtig. Muss ich alle hinstellen? Wartet mal, da muss ich mal eben gegenwirken. Mir ist nämlich arschkalt. Und ich mag es nicht, wenn mir kalt ist. Das scheint wohl doch keine Wanderrolle gewesen zu sein, oder? Weil sonst wären hier durchaus mehr Zombies gekommen. Nee, aber Fallbogen, man merkt's noch, ist halt noch nicht so trainiert wie der Rest von mir. Da. Ihr seht, auf 24 erst. Nee, eben nicht. Quatsch. So ein Quatsch. Glaubt nicht, was ich sage. Da. Archery auf 47. Ja, okay. Ja, bald auf 45 dann. Auf 48. Oh, warum nicht, ne? Kann man machen. Ich frage mich aber, wo die hergekommen sind. Weil es vielleicht doch eine Wanderhorde hier vorbei ist, oder? Oder wo kamen die her? Ich sehe es auch echt nichts bei dem blöden Nebel hier, ne? Naja, ob das so eine gute Idee war, jetzt zu sagen, ja, ich gehe mit Pfeil und Bogen in die nächste Wanderhorde. Wanderhorde ist ja schon. In die nächste. Da ist einer. Ja, doch. War eine Wanderhorde. In die nächste Feralhorde. Ah, schöne Rolle. Ich meine, wenn man trifft, geht's. Aber es kostet unbeschreiblich viel Zeit. Boah, da habe ich verzogen und getroffen, ey.
Jetzt habe ich auch noch Wut. Okay, es macht schon Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Wieder mit Pfeil und Bogen quasi back to the roots hier durch die Gegend zu marschieren. Auch wenn es ein 500er Bogen ist und auch wenn es Stahlpfeile sind, es ist immer noch, was das war ich, es ist immer noch einfacher Pisselsbogen. Ah, doch, die Stahlpfeile, die bringen schon ein bisschen mehr, ne? Gerade jetzt, wo er sich wieder bewegt, ey. Okay. Riese, es ist einfach nur ein Bogen, ne? Da ist nicht viel Wumms hinter. Natürlich könnte man jetzt mit dem Compound Bow nochmal dagegen wirken, aber mit dem Compound Bow, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich einfach nicht umgehen. Es geht einfach nicht. Ich stelle mich zu doof an dafür. Toll. Haben sie die Leiter kaputt gemacht, die Dussel. Kommen die nach oben. Guten Morgen. Hallo. Ja, ich bin hier unten. Kommt bitte runter. Hallo. Hallo. Könntet ihr euch mal entscheiden? Jetzt stehe ich perfekt, weißt du, jetzt. Sobald ich gleich den Pfeil ablasse. Wo kommt ihr denn her? Ist von oben runtergefallen oder was? Jo, sieht danach aus. Überall sind Leichen hier. Da war noch eine. Ne, was ist denn der Stein? Das sieht nur so aus. Ich kann ja auch einfach mal im Zoom-Modus bleiben, fällt mir gerade ein. Ja, und das ist halt noch der andere Nachteil. Wenn ich hier im Zoom-Modus bin, ich bin hier eher mal im Zoom-Modus und bleibe auch drin als, bei den Pistolen oder sowas, da bin ich eigentlich selten so im Zoom-Modus. Aber hier bin ich schon mal eher. Ist natürlich dann blöd, wenn ich dann rennen möchte und ich wegkomme. Panik und so, ne? Kennen wir ja alle. Hatten wir alle schon mal das Erlebnis. Ja, gut. Okay, das muss ich mich dran gewöhnen. Müssen wir Archery noch mal ein bisschen hochskillen vor der nächsten Horde. Vielleicht, ich überleg's mir, vielleicht gehe ich mit dem Bogen in die Horde. Wäre mal wieder was Neues. Hat man lange nicht mehr. So, die 330 Pfeilspitzen, die können wir dann mal eben hier. Oh. Etwas zu viel. Kommt jetzt auch erstmal damit rein. Wo ist der Scheiß, den wir hier haben? Der müsste da drin sein. Ja, der ist da drin. Das und ja. Das noch daran. Brauche ich das überhaupt noch? Ne, eigentlich nicht. Dann können wir es auch verticken. Jo, danke. So, das geht da rein. Und dann haben wir hier noch ein Döschen. Und einmal Cornbread. Na, ist nicht ganz fertig geworden. Dachte ich mir. Ist ja auch egal.
Die Haltbarkeit ist natürlich stark anfällig. Da müssen wir nicht drüber nachdenken. So ein Bogen hat 320 Haltbarkeit. Viele Pfeile werde ich nicht verschießen. Damit wahrscheinlich. Aber ich denke mal trotzdem, dass ich damit in die Horde gehe. In die nächste Horde. Gut, aber für heute war es das erstmal. Ich verabschiede mich auch auf diese Aufnahmesession. Ja, Pfeil und Bogen. Wieder back to the roots. Bin gespannt, wo es hinführen wird. Vielleicht werden wir bald wieder mit Stoffkleidung und. Ne, keine Ahnung. Ne? Wir gucken mal. Also, haltet die Ohren steif, habt einen schönen Tag. Und wenn ich mich nicht irre, müsste heute Freitag sein. Dementsprechend schönen Einklang ins Wochenende. Bis dann. Tschüssi.